CyberFriends 2 Hacking. Heute auf diesem Kanal, ich zeige euch, wie man das Game gnadenlos hackt. Richtig auf entspannt. Und falls ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss, gehen rein. Und let's go. Also, wir gucken mal rein, Alter. Ich will unbedingt Blue von Rainbow Friends haben. Ja, so jetzt aber nicht, ne? Blue Rainbow Friend. Da kann man mit arbeiten. Lass mal sehen. Ich guck mal. Was haben wir hier? Try. Kann ich nicht. Try. Kann ich auch nicht. Try. Also es reicht. Irgendwo. Auch mal. Da ist er. Den Hut habe ich. So. Ich muss ja erstmal. Das ist das Ding, was ich eh schon habe. Ne? So, bevor wir jetzt als Blue reingehen, muss ich natürlich erstmal dafür sorgen, dass wir eine entsprechende Klamotte haben. Weißt du? Ich mach mal Rainbow Friend. Rainbow Friend. Jetzt kommen Regenbogensachen. Rainbow Friend Blue. Mhm. Können wir das anziehen? Geht nicht, Digga. Ist alles für irgendwie R15, was auch immer das sein soll. Ist natürlich jetzt belastend, weil wir müssen jetzt natürlich schauen, was wir da machen können. Wir brauchen jetzt... Geh auf Classic. Bus geht raus. Bus geht raus. Digga, bester Mann. Was das für ein genialer Call. Holy moly. So, Leute. Also bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden mit der Hose. Und der Pulli, Digga, das Ding matcht. Warte mal. Try. Okay, das passt. Take off. Try. Passt nicht. Try. Aber, oh, Digga, das ist doch nicht official, Alter. Ich das schon wieder sehe. Das kaufen wir. Das will ich haben. Dark Blue Version. Das, warte mal. Hast du es zum Hätchen? Oh, schwierig, ne? Leute, was sagt ihr zum Urteil? Ich glaube schon, ne? Das müsste eigentlich passen, oder? Wir haben halt das Problem, dass wir noch eine Hose brauchen. Alter, die Hose auch richtiger Krampfen. 1200 Robux für ein blau angemaltes... Also, Summer, ich mach mir bald selber Items. Ich mach mir bald selber Items. Ich mein's ernst. Wenn ich das schon wieder sehe. So, den kaufen wir. Den nehmen wir mit. Habe ich schon gekoppt? Habe ich den schon gekoppt? Ne, habe ich nicht. Okay, der geht mit. Die Hose hier, schwierig, Digga. Passt halt nicht. Ich lasse die Hose mal an. Warte mal, was wäre denn, wenn wir alles ausziehen und das komplett nehmen? Dann fehlen noch die Arme. Okay, warte. Wie kriege ich die Arme jetzt hier? Ja, ich sag mal so, Leute. Ist doch auch egal, oder? Nehmen wir mit. 10 Robux ausgegeben auf entspannt. Was lese ich hier? Wenn ich das lese, gibt's in dem Livestream Robux. Marin Wolter. Ich hab dich noch nie im Chat gelesen, noch nie. Wer bist du eigentlich? Keine Ahnung, wer du bist. Aber wenn ich sowas lese, Digga... Weißt du, wie ich meine? Wenn ich sowas lese, Alter, direkt am Anfang des Streams, gibt's erstmal ein Timeout für, ne? Sag ich dir, wie es ist. Lies es nochmal, Alter, so ein Scheiß. Ich hasse Bettler, Mann. Du, die Robux, die ich verschenke, die sind nicht für irgendwelche No-Names, die jetzt hier reinkommen. Digga, ich sag's euch nochmal, ich mach mich extra groß. Digga, sind nicht für No-Names, die hier reinkommen und sagen so, ey, da kann ich mal schnell Robux abschmatzen. Das sind die Leute, die mich seit Monaten abonnieren, seit Jahren, die jeden Tag mein Content gucken, Digga, den würde ich am liebsten jeden von denen 50.000 Robux schenken. Aber für die ist nicht. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wer bist du eigentlich? Feier ich nicht. Feier ich nicht. Einzelne Chat, wer das verstehen kann. So. Ich muss kurz den Avatar Maker zurück, weil, was ist hier? Geil, die Shirts sind weg. Die sind kaputt. Das Shirt ist kaputt. Perfekt. Egal. Ne? Weil bin ja Main. So, jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt kann ich zurück. Und ich muss das Ding erstmal aktualisieren. Jetzt gehen wir rein in Rainbow Friends. Meine Güte noch. Hier der nächste, Laura Schmidt. Stopp. Der Bonnie Gamer.
Hab dich noch nie gelesen. Weiß nicht, ob du gesehen hast, wir sind 500 Zuschauer gerade so. Ja, und du schreibst hier rein, warum antwortest du mir nicht meine Frage? Wie lange bist du in dem Stream? Bist du überhaupt, du kriegst von mir einen permanenten Bann, ich will dich nie wiedersehen. Ja, was ist das für ein Müll? Spart euch das bitte heute. Ich bin richtig sauer, wenn ich das am Anfang lese. Du wirst nie wieder meinen Chat schreiben können. Am besten deabonnierst du meinen Kanal jetzt. Kuss geht raus. Meine Güte, ey. Dass ihr auch kein Verständnis... Also, nee, Chat ist in Ordnung. Aber es gibt einige Dullis hier heute. Und die Dullis, die sortieren wir heute auch mal straight out. Also, da weiß ich auch nicht, Leute. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Immer, wenn ich solche Nachrichten lese. Ich sag's euch, man, das nervt doch, weißt du, ich mein. So, wir sind jetzt erstmal als Blue unterwegs. Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken. Wir haben eine ziemlich chillige Box. Ich muss einmal ganz kurz in den Shop reinschauen. Was ist das denn hier? Geheimnisvoll. Moai-Paket. Ah ja, das kennt man alles. Haben neue Pakete reingepackt. Ich habe auch überhaupt keinen Cash auf der Tasche. Ich würde aber gerne das Moai droppen. Also machen wir ganz kurz Case-Opening, bevor wir reingehen. Boah, Moai wäre jetzt krass. Banana Crate, yes! Let's go, Chat! Die Bananenkiste nehme ich auch! Digga, die ist ja richtig geil, Mann! Oha! Hey, let's go! Guck das an! Digga, die fühle ich! Let's go! Wir machen noch mal eins auf! Banana Crate, ey, da sage ich nichts. Moai wäre natürlich jetzt krass! Aktus! Haben wir schon! Kriegen wir trotzdem Kohle auf entspannt! Weiter geht's. Boah. Moai mit Effekt, ne? Boah, da war er. Halo? Ich check kurz aus. Was haben wir bekommen? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Familie. In der Familie. An Krause Manuela. Kuss geht raus. Ey, wir haben einfach einen Heiligenschein. Der kommt sehr krass, Leute. Müsst ihr sagen, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das sieht am geilsten aus. Auf einem Karton, ne? Nicht der Karton selber. Aber auf einem Karton so ein Heiligenschein auf Moai, das wäre mein Dream-Setup. Das würde ich extrem fühlen. Wir machen so lange auf, bis wir durch sind und dann gehen wir mal ganz entspannt rein. Nachtflowers. Bäh, Schmutz. Aber brauchen wir immer. Was haben wir hier? Atun Square Grid. Kaktus wieder, wir kriegen ein bisschen Cash auf Attach, auf entspannt. Ich sag mal, drei Stück mach ich noch auf. Drei. Entweder kommt Moai oder nicht. Ich versuche den schon die ganze Zeit zu holen, aber ich krieg ihn einfach nicht. Ey, Moai ist so schwer zu bekommen. Let's go. Moai, bitte. Last try, Leute, last try. Last try. Eine hübsche Dono. Dankeschön, Eddie. Für vielen Dank. 5 Euro, mein Denno, Bester. Das glaubst du nicht. Ich habe Moai Piratentruhe und die Torte gezogen, was? Als ob, Digga. Wie viel hast du? Sag ehrlich, Eddie. Wie viel? Okay, Digga, das stresst mich jetzt schon, ne? Dass der das jetzt schon gemacht hat. Wie viel hast du reingecashed, Bruder? Sag ehrlich. Wie viel hast du reingecashed? Sag, wie es ist. Digga, es kommt nämlich drauf an jetzt. Es kommt drauf an. Die Torte weiß ich nicht. Moai-Paket ziehen wir erstmal mit. Ich will den Moai eigentlich haben, Leute. Nachtflowers. Boah, 4.600. 4.600 Robux? Eddie, halt's Maul. Das wäre völlig übertrieben. Oha, die Editor-Größe. Let's go. Lass mal sehen. Hä? Was ist das denn? Das ist ja ein interessanter Effekt. Okay. Ich versuche jetzt nochmal Moai aufzumachen. Wir gehen auf 500 Diamanten runter, dann aber wirklich rein. Ich will den halt echt unbedingt. Das ist mein Favorite Skin aktuell hier. Ich habe ihn nur leider noch nicht bekommen. Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Alert vorlesen. Ist zu laut eingestellt. Kuss. Ich guck mal, ob ich das ganz kurz beheben kann. Gott, Scam! Hashtag Scam! Ist das eklig, Mann! Ah, oh, ich hab gedacht!
Ey, so ein Mist, ne? So ein Mist, Alter. Ach. Okay, nochmal. Ich kann das erst beim nächsten Mal lösen. Tu mir den Gefallen und weiß mich bitte später nochmal. Herzlich willkommen. Nachtflowers, was ist das? Ein letzter Versuch. Wir machen später nochmal Case auf. Let's go, komm. Moai, ich beschwöre dich. Nicht. Junge, diese Kisten, Alter, die sind ja richtiger Ranz, Mann. Bruder muss los. Ja, was haben wir denn alles? Lass mal gucken. Cage Legendär ist natürlich auch entspannt. Haben wir uns aber gekauft. Zählt also nicht unbedingt. Nachtwache ist okay. Die Banana Crate, die finde ich eigentlich bisher am nicesten. Die haben wir nämlich auch stabil aus der Package gezogen. Und ja, ich würde sagen, das passt erstmal. Wir gehen mal rein. Ich teste mit euch zwei Bugs aus, ob die noch funktionieren. Ich habe sehr geile Idee, was wir machen können. Irgendwie kriegt man Diamanten im Rainbow Friends gar nicht. Das ist nur, um das Spiel zu unterstützen, aber du brauchst sie eigentlich auch nicht. Außer für dieses Geburtstagspaket. Aber du kannst ja halt eigentlich diese Münzen selber verdienen. In der Regel. Also Diamanten gibt es nur über Robux. Ich verlose heute bei 1000 Likes Robux. Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr lapidar mit meinen Robux umgegangen, Leute. Deswegen muss ich jetzt mal wieder ein paar Challenges auch machen. So. Ach so. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. Ich benutze ein anderes Mikrofon. Das da. Ich benutze nicht das, mein Hauptmikrofon, sondern das. Das kleine Ding hier. Mein Mikrofon ist kaputt. Beziehungsweise mein PC anscheinend immer noch. Natürlich, Leute, gebe ich mein Bestes, dass es alles passt. Hört sich auch anders an, ich weiß. Mein PC wird wahrscheinlich morgen repariert. Morgen wahrscheinlich. Morgen und übermorgen, auf jeden Fall diese Woche. Und dann sollte er wirklich wieder ganz normal laufen. Das ist das Mikrofon, was ich benutze, wenn ich am Laptop aufnehme, wenn ich im Urlaub bin, weißt du? So, wir überspringen den Aal. Passt auf! Ich mache natürlich jetzt erstmal Ton an. So, besser ist. Wir gehen rein und zwar geht es um den ersten Versuch Yellow. Es gibt eine Idee, dass wenn man Yellow bis hierhin bringt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, ich habe das schon Short gemacht, man kann Yellow hier hinbringen und wenn Yellow einen hier fängt, fliegt er ein Stück nach vorne und man kann sich automatisch da reinsetzen. Das werden wir testen. Wir schauen auch, ob das mit Blue geht. LOL! LOL! Okay. Interessant. Blue, wollen wir nochmal testen? Wir testen es nochmal. Das ist auf jeden Fall höchst interessant. Guckt euch das an, ne? Man ist in diesem Ding hier absolut safe. So, die Frage ist natürlich, kann man, wenn das Teil gleich hochfährt, ausgehen? Nein, kann man nicht. Man kann da nicht nach oben klettern oder so. Das geht auf jeden Fall schon mal nicht. Mit Yellow könnten wir allerdings noch ein bisschen was regeln. Musik ist an, ja, soll auch. Kannst du ein bisschen laut machen? Meinst du Rainbow Friends? Weil ich will jetzt eigentlich nicht den Rainbow Friends Sound mega laut haben. Wir werden heute einige Bugs mit Yellow natürlich noch testen. Du kannst dich hochbuggen, okay? Tell me, Stella, wenn du weißt, wie es läuft. Ich bringe einmal ein paar Lampen kurz weg. Dann haben wir schon mal Münzen safe. Was ist das hier eigentlich? Aha. Hinter dem Wasserfall ist ein Secret. Ja, den wollen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal durchchecken. Da bin ich nämlich auch schon informiert, dass dort sich etwas befinden könnte. So. Halt ist noch eine Glühbirne, die nehmen wir nachher auf entspannt mit. Wir gehen erstmal weiter. Hallo, warum ist dein Computer kaputt? Also ich schätze, mein Mainboard hat es erwischt. Und mein Mainboard sorgt gerade dafür, dass mein gesamter PC nach und nach kaputt geht. Wo ist denn der Wasserfall? Hinter dem Wasserfall ist ein Secret. Wo ist der Wasserfall? Oh oh. Oh oh. Wo ist Blue? Ich hab ihn gerade gehört. Gauner.
Dennoch, Euphoric Brothers hat was Neues gedroppt. Meinst du den Teaser-Trailer? Wieder so ein langweiliges 30-Sekunden-Video, wo nichts passiert? Das kann sein, Digga. Guck ich mir aber nicht an. Finde ich lame. Verstehe, wie es ist. Diese 30-Sekunden-Videos, Digga, schwierig. Wo man nur ganz kurz den Charakter sieht und so. Ne? Denn du hast so ein Virus oder sowas? Nein, meine Komponenten, also ich sag euch eins. Je stärker euer PC ist, desto anfälliger ist der für Beschädigung. Ihr müsst so sehen, je empfindlicher, je stärker eure Technik ist, desto schlimmer. Und jetzt gucken wir mal was. Green ist jetzt auch hier. Es wäre cool, wenn wir Green halt auch mal versuchen könnten zu outplayen. Welcher Wasserfall? Danke, Brudi. Hier kann er uns ja eh nichts. In der Toilette kann er uns auch nichts. Hinter dem... Ah, da! Genau. Leute, es gibt hier anscheinend ein Secret. In dem Wasserfall hier, seht ihr, da kann man rein. Und da ist etwas drin. Was glaubt ihr? Was ist dort? Herzlich willkommen. Melanie, danke schön für die verschenkte Subs. Dickes Küsschen. Danke schön, Melanie. Herzlich willkommen. In der Familie. Hat die richtigen erwischt. Eine hübsche Dono. Oh Gott, Green kommt. Vielen Dank. Wir wünschen dir einen schönen Abend, LG, Melissa und Melanie. Schöne Grüße an Melissa und Melanie zurück. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend und freue mich natürlich, dass ihr auch dabei seid. Vielen Dank für 5 Euro. Und was geht hier jetzt eigentlich ab? Das ist nur ein Versteck, ne? Ich glaube, das ist nur ein Versteck. Komischerweise gucken hier blaue Augen raus. Blaue Augen. Man weiß nicht mal, von welchem Charakter die sind. Die gucken Richtung Wasserfall. Ist euch das mal aufgefallen? Diese blauen Augen gucken zu diesem Wasserfall. Ist doch komisch, Mann. Ist doch komisch. Das sind Lichter. Digga, das sind so 100% safe keine Lichter, Digga. Das sind safe Augen. Gucken durch einen Schlitz durch. So, wir gehen mal weiter. Wir müssen nämlich Yellow besorgen. Oh, was ist das hier? Die Dusche funktioniert nicht. Hol den Klempner. Verändere den Garagencode. Und ich weiß nicht, was ist das hier nochmal für ein Symbol, Leute? Dieses Zeichen hier. Das damals als Kind habe ich das öfter mal gemalt. Irgendjemand hat hier Dart gespielt. Hey, was ist das? Ist ein Kalender. Lichtershow, Feuerwerke. Field Trip. Der 2. Juli war der 1. Juli war der Field Trip. Das ist Rainbow Friends 1. Spielt am 1. Juli. Da haben wir ein konkretes Datum jetzt. Das ist ein S. Nein, nein, nein. Das ist nicht nur irgendein S. Dieses Zeichen bedeutet etwas. Ich weiß nicht was, aber es bedeutet was. So, gehen wir mal weiter. Ich bin nur eine Bananenkiste, mein Bester. Ich bin nur eine Bananenkiste. Ganz locker. Netto war ein Shredder-Video. Wieso Shredder-Video? Digga, ich schwör's dir, Blue ist so dumm. Blue ist so dumm, Leute. Das ist der dümmste und schlechteste Charakter, den es dort gibt. Blue. Das ist so wie so ein ganz kleiner Dackel, der riecht so wow, 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 und dann aber nichts macht. Der auch nicht beißt oder so. Wie so ein kleiner Dackel ist das. So, mal sehen, ob wir die Glitches gleich hinkriegen. Für die Glitches brauchen wir Yellow. Wir spielen also erstmal bis zu Yellow hin. Und dann gucken wir mal. Weißt du, dass es heute gewittern soll und dass es heute ein Tornado geben soll? Ja, deswegen machen wir heute Tornado-Stream am besten. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt einfach ganz entspannt Stream gucken. Wir machen heute auch ein bisschen länger. Ich gehe davon aus, dass wir heute mindestens 2 Stunden streamen. Mindestens, wenn nicht sogar 3. Also heute wird ein bisschen,
Heute wird ein bisschen Zeit mit euch verbracht. Ich mache heute ein bisschen länger. Wir machen später auch noch Reactions. Da ist Yellow jetzt endlich im Boot. Das ist auch gut. Heute machen wir ganz entspannt. Was hat jeder in meiner Schule gesagt? Ja, Tornado ist natürlich auch so eine Sache, ne? Sollte man nicht unterschätzen. Weil in Deutschland heißt es ja eigentlich nur Orkan. Aber ein Orkan ist in den USA ein Tornado. Deswegen kannst du halt im Prinzip sagen, ein Orkan ist ein Tornado. Das heißt in den USA halt nur so. Ich glaube, bei uns heißt es dann Orkan. Das ist aber die gleiche Wind, also die gleiche Stärke. Deswegen, wenn ihr hört, es gibt Orkanböen, dann ist es ein Tornado. Da muss man dann halt aufpassen. Nur in den USA ist es natürlich mit Küste und so weiter. Da sieht der noch ein bisschen krasser aus und wirkt halt noch mal ein bisschen krasser. Auch weil in Deutschland zum Beispiel, da gehen die halt ganz schnell wieder easy weg, ne? In den USA zum Beispiel ist sehr viel Küste und so. Das ist immer so das Problem. Okay, wir müssen jetzt mal für den Glitch, den ich ausprobieren will, müssen wir Yellow zu der grünen Maschine bewegen. Also müssen wir ihn suchen. Ich hab ein paar Gaskanister. Wenn du crouchst bei Purple, dann tötet Purple dich nicht. Echt? Du verkackeierst mich. Junge, wo ist jetzt Yellow? Yellow, where are you, my friend? Ist der nicht schon hier? Leute, bin ich blöd? Da ist er. Okay. Ich muss ihn... Ja, das ist jetzt blöd. Ich hoffe, Blue geht... Nee, Blue geht nicht weg. Ich muss Yellow gleich hierhin... Hierhin bringen. Yellow. Hey, Yellow. Hallo. Bro. Geht doch. Okay, Leute, wir probieren den ersten Glitch aus. Macht euch ready. Wir versuchen, Yellow und mich dort rein zu glitchen. Wird auf jeden Fall nicht easy. Wir müssen wegen Blue ein bisschen aufpassen. Okay. Ja, es hat fast geklappt. Was zum... Was passiert hier gerade? What the... Wie nah kann man sein? Wie nah kann man sein? Richtig nah. Ich bin in den Charakteren drin. Ich bin in den Charakter drin. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Oh, verdammt. Okay, ich muss warten mit Springen. Vielleicht können wir uns doch mal aus der Map rausglitschen. Wäre eine Idee. Der Glitch, er geht nicht mehr. Er geht nicht mehr. Oh no, oh no. Och komm, ey. Leute, was für ein Mist. Was für ein Mist, ne? Und Blue sieht, also hier ist, kann man, hier werde ich einfach nicht gesehen. Wenn ich hier auf dieser Plattform bin. Was ist denn das? Ey, wir können uns nicht mehr aus der Map rausglitschen, ne? Das ist natürlich schade. Trotzdem werden wir den Glitch an der grünen Ecke probieren. Wir holen Yellow jetzt erstmal mit da rüber. Na komm, mein Bester. Na hol den Feuerlöscher. Ja, na komm. Na hol den Feuerlöscher, mein Bester. Na los. Ja, los. Digga, die Musik auch wieder zu wild. Wie lange will er mir hinterherlaufen? Na komm. Na komm. Na hol mich. Verdammt. Es hat wieder nicht geklappt. Es hat wieder nicht geklappt. Ah! Vermaledeit. Okay. Dann probieren wir mal was anderes. Was könnte man noch probieren? Kann man hier rauslaufen? Könnte man sich eventuell rausbuggen, um dahinter zu fallen? Eventuell funktioniert es. Warte mal. Vielleicht klappt das. Oh Leute, da muss ich demnächst wieder Hex auspacken, ne? Wir kommen hier nicht raus. Schade. Okay. Was habt ihr noch auf Lager?
Das ist auf jeden Fall kein Fake. Das Problem ist einfach nur, dass der Entwickler gerade seine Augen und Ohren überall hat. Er versucht halt alles sozusagen gerade rauszupatchen. Das hat er jetzt ja auch mit dem Yellow Glitch gemacht. Wer ist dein Hasscharakter? Ein Hasscharakter? Boah, ich habe eigentlich keinen. Ich finde alle Rainbow Friends irgendwie cool und das sage ich nicht oft. Ich habe eigentlich immer eine klare Meinung. Aber ja, hier ist noch ein Feuerlöscher. Ein Stück haben wir schon. Kurz mal Purple an. Schleich bei Purple. Stimmt. Wir könnten natürlich nochmal diesen Weg probieren. Give me a second. Können wir uns hier reinglitschen? Geht das? Auf jeden Fall kann man sich in diese Säule hier reinglitschen. Okay. Sehr interessant. Ich bin komplett unsichtbar. Wer ist mein Lieblingscharakter? Orange, Leute. Orange. Ich weiß nicht, ob ihr meine Rainbow Friends Filme kennt, aber ich habe halt Orange natürlich gespielt und Orange extrem gefühlt. Die schlimmste Kombi in Rainbow Friends. Ich sag mal, es gibt keine schlimmste Kombi, aber wenn Green dabei ist. Weil der mit seinen Armen und so nimmt der richtig viel Platz ein. Oh Gott. Ich bin nur eine Bananenkiste. Okay, wir schleichen. LOL! Habt ihr das gesehen? Das war zum Beispiel auch gerade eine... LOL, er klettert die Treppe hoch! Hä? Seit wann geht das denn? Bro, was ist denn das jetzt hier? Digga, du willst ein Kartrennen? Okay, du kriegst ein Kartrennen, mein Bester. Boah. Alter, seit wann können die bitte Leitern hochklettern, hä? Freunde? Seit wann geht das? Ganz komisch. Das ging nicht schon immer. Nein, safe nicht. Ich würde gerne mit dem Kart hier rausfahren. Geht das? Ey. Leute, das probieren wir jetzt. Pass auf, ich habe eine geile Idee. Wir probieren das Kart einfach rauszubringen. Meint ihr, das geht? Das wäre so cool, Mann. Das muss doch safe gehen. Okay, pass auf. LOL! Nein! Ich kann da nicht vorbeifahren. Vielleicht... wie kriegen wir das da? Ich habe eine Idee. Chat, ich habe eine Idee. Wenn wir ein Kart haben und noch ein anderes Kart, was passiert da? Das ging auch schon immer mit dem Kart. Mhm. Ja, das kann sein. Aber gucken wir mal, ob wir das Kart da rauskriegen. Wenn wir... Lu, ich habe hier gerade was... Wow, das war knapp. Erstmal ein M&M da drauf, würde ich mal sagen. So. Ich muss das Kart positionieren. Am besten seitlich. Wenn wir es schaffen, das Kart rauszudrücken, oder über das Kart rüber zu jumpen, wäre auf jeden Fall big. Vielleicht klappt's. Lass probieren. Ready? Chat zählt runter von 3. Drei, zwei, eins und los! Ich hau dagegen. Ich hab noch paar Asse im Ärmel, Leute. Yellow, ich brauch dich. Wir holen Yellow. Bruder, komm mal her. Hey, Kollege. Wir gucken, ob Yellow mich mit dem Kart da rausholt. Wäre eine Idee. Kommst du? Ich brauch dich mal, Keule. Du musst jetzt ein bisschen was schleppen, okay? Aber das, alles auf entspannt, Bruder. Okay, Leute, wir gucken. Ey,
Ey, das kann nicht sein, oder? Nimm mich raus da. Jello, komm schon. Jello. Ich warte, ganz kurz. Was ist denn das? Das geht nicht. Okay. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir mal weiter gucken. Die Entwickler sind gerade, die patchen extrem viel. Weiß ich ja nicht, ob ich das so gut finde. Denn wir wollen ja auch irgendwo Bugs finden. Oh, was ist das? Da kann man nicht rauffahren. Man kann wahrscheinlich auch nirgendwo hier durchfahren. Was wäre, wenn wir... Ey, wir müssten eigentlich mit dem Kart rausglitschen. Wir müssten eigentlich rausglitschen mit dem Kart. Darüber wird es wahrscheinlich nicht gehen. Darüber auch nicht, denke ich. Habt ihr eine Idee? Es gibt sicher neue Bugs. Ich denke auch. Ich guck mal, was wir so haben. Muss erst mal schauen. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, um diese ganzen Items hier zu löschen. Bestimmt. Wir werden jetzt erstmal kurz die Feuerlöscher wegbringen, weil ich euch unbedingt noch die Secret Sequence zeigen will, die passiert, wenn man dieses Teil da einfach durchlaufen lässt. Ob ich lebensmüde bin? Vielleicht! Na komm. Ja, na komm, mein Bester. Ja, na los. Einsteigen, wenn Yellow eingepackt hat. Ja, das wird auf jeden Fall hart, aber wir werden es testen. Ich bin schon full im Mode. Full im Mode, mein Bester. Komm mit. Hat nicht geklappt. Es geht nicht. Digga, das dauert ein bisschen. Hä? Hä, was ist denn da los? Hä, Leute? Hä? What the hell hab ich da gerade gemacht? Habt ihr das gesehen? Ich bin's! Der allerechte Bugfinder! So ein Ding ist das nämlich! Was willst du denn? Kuss geht raus! Chillig! Ich häng wieder hinter der Map! Das wollten wir! Leute, so ein Ding ist das nämlich! Ha! Wie haben wir das jetzt schon wieder geschafft? Hä? Digga, total gut! Ich bin so weit geflogen, Mann! Ey, der hatte mich... Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist, aber der hatte mich nicht richtig in der Hand. Ich war irgendwie komplett unter dem. Herzlich willkommen. Stimmt. In der Familie. Stimmt, ich hatte Shift-Lock an. Hashtag Glitch in die Chatbox. Dankeschön, herzlich willkommen in der Familie. Leute, das hängt da schon wieder heute richtig gut an. Sehr, sehr geil. Bin ich gut, dann gucken wir mal. Hüpft da runter, da ist was Cooles. Ja, wir waren schon mal unten. Ich will jetzt aber mal gucken, ob wir noch weiter in die Map reinkommen. Ich muss deswegen einmal an alle Ecken gehen. Also, hier runter will ich auf jeden Fall nicht. Da hinten vielleicht eher hin. Junge, ich bin so weit weggeflogen. Holy moly. Das war dieses ganz andere Bing. Glitch aus Doors war wieder da. Ja, Mann. Ey, zu wild. Okay, Leute. Also, ich komme jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr rein. So, ist ja auch kein Problem. Bevor wir jetzt irgendwo hinspringen. Ah, ich sehe schon. Aha, was ist das da hinten? Warte mal. Da unten steht was. Ah, ja. Yellow, Blue, Purple, okay. Ich würde halt dann ganz gerne darüber gehen. Oh! Dankeschön! Mir hat jemand Geld fallen gelassen. 1,49, Ariane Nierhaus. Kuss geht raus. Dankeschön. Ist Glitch von Doors gut oder böse? Eigentlich ist der gut, oder Leute? Ich würde sagen, er ist gut. Denn in welches Chapter magst du mehr? Also Chapter 2 ist ja wohl richtig geil. Also die Glitches, die hier drin sind. Junge, zu wild. Tobias Jakob. Digga, was er schreibt, Leute. Ich gehe ins Stream rein, sehe wegfliegenden Denno, der nackt ist und M&M's ist, Digga.
Naja. Bin überrascht und gut, oder? Was soll ich sagen, Leute? Kannst mal wieder Doors live machen. In Doors gibt es halt leider nicht so viel neuen Content gerade. Deswegen bin ich aus dem Game ein bisschen raus. Ich mache halt gerade sehr viel Skibidi Toilet Content, ne? Muss ich halt sagen. M&M's sind lecker. Ey, Leute, schreibt mal rein. Feiert ihr M&M's? Wenn ja, welche Sorte? Weil dann komme ich und sag, welche Sorte ich am ganzen finde. Ey, wir müssen darüber. Es wird auf jeden Fall sehr tricky, weil ich muss gleich gucken, dass wir irgendwie einen Weg finden, dass wir auf diesen Berg von diesem Park kommen. Blaue, braun. Braun ist full chocolate, Digga. Blaue, crispy beste. Ey, M&M's crispy, Digga. Zu wild. Ich sag, wie es ist. Ich esse sehr gerne die gelben. Aber was zum... Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ich bin in dem Berg drinne. Hä? Leute? Was geht denn hier ab? Bruder. Trinkst du auch schön viel Wasser, Matteo? Danke. Muss auf jeden Fall... Digga, mein ganzer Stuhl ist schon voll geschwitzt. Ariane, oh, Kuss. Dankeschön für den Euro. Hier hat jemand Geld fallen gelassen. Denno, du hast beim ASMR-Video versprochen, dass du ein Shredder-Video machst. Erinnerst du dich nicht mehr? Die Shredder-Videos, die gibt es auf Team Denome, mein Bester. Hast du den Kanal schon mal ausgecheckt? So, gucken wir mal. Was, also, Leute, das ist doch... Was ist das denn hier eigentlich? Was leuchtet denn hier so? Hä? Ist das ein Laser? Nee. Also ich kann auch nicht so sagen, was das hier ist. Ich will da jetzt auch echt noch nicht so reinfallen. An der Wand können wir auf jeden Fall erstmal nicht reinfallen. Ich würde halt gerne in Orange Cave irgendwie rein, ne? Danny, wie war dein Tag so? Geht so, Digga. Ist echt sehr warm hier drin, ergo sehr nervig. Aber ansonsten alles cool. Wie ist bei dir? Was ist das? What the? Oder... Da gehen wir jetzt so aber erstmal nicht rein. Das finde ich blöd. Können wir... Nee, hier können wir nicht durch. Okay, gucken wir mal. Was haben wir für Möglichkeiten, Chat? Ich esse gerade die blauen Crispy. Ey, nee, Mann. Ah. Hätte auch richtig Bock. Leute, wir gehen mal... Meint ihr, es kann außen rum gehen? Ich gehe außen rum. Vielleicht können wir irgendwie bei Orange da rein. Ich will halt da hinten in sein Lair, ne? Bei Orange will ich unbedingt rein. Weil der Orange hast den Zugang zu allem anderen. Wenn du bei Orange drinne bist, dann kannst du komplett die ganze Achterbahn sozusagen mitnehmen. Hey, hier können wir erstmal durch auf chillig. 11 Uhr aufgewacht, gefrühstückt, dann bis 14 Uhr bei einem Kollegen gewesen. Hört sich entspannt an. Denn du bist mein Retter für mich. Ich hab dich der Spinne gezeigt und sie ist abgehauen. Ha, 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 ha. Oha, Raphael! Was ist das denn? Digga, warum war der Alert? Warte mal ganz kurz. Was ist da mit dem Alert los? Relaunch mal. Ich habe ihn nicht gehört. Der Alert war nicht da. Geil! Raphael, Bruder. Ich muss einmal kurz schauen, was ist da? Was ist denn da schon wieder los? Ja, perfekt. Eigentlich der. Aber ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist. Gebt mir einen Moment. Also einmal den Donation Alert. Einmal nochmal neu starten. Ich sage euch, Tornado ist jetzt gerade auch im Donation Alert. Ist gerade Tornado, Leute. Das kann nicht sein! Raphael, Kuss vielen, vielen Dank für die Dono. Kuss! Danke für 10 Euro, mein Bester. Ey, ich sag dir, wie es ist, aber die Alerts, die müssen dann sein. Ich kann sie zum Glück wiederholen. Ja, das geht. Also ich kann sie wiederholen. Das mache ich halt nie, aber wenn halt mal eine Dono durchrutscht und ich halt nichts gehört habe und so, 10 Euro, Leute, ne, das ist nicht wenig. So, dann muss ich natürlich auch mal sagen, so, komm, machen wir mal. Aber jetzt erstmal die Frage, oder wo bin ich? Ich bin runtergefallen. Ist das gut oder schlecht?
Irgendwo ist ein bisschen schlecht, irgendwo ist auch gut. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Denno, wie bewertest du Pringles von 1 bis 10? Boah, Digga. Kommt immer drauf an, welche, ne? Wir können halt leider nicht springen, Leute. Aber wir sind... Wie, ne? Komm ich hier überhaupt rein? Ah, schlecht. Ganz schlecht jetzt. Oh, ich könnte. Hier hat jemand Geld fallen gelassen. Leute, meint ihr, ich pack das? Digga, wer kennt ihn, diesen Obi? Erstmal Dankeschön für 1 Euro an FEE. Hä? Was ist das denn? Oh, das ist ja eine Dono. Danke. Raphael, Kuss geht raus. Da, hier ist mein letztes Geld am Konto. Digga, dann überweist doch nicht. Meint ihr, ich schaff das? Okay, pass auf. Raphael, Bruder, ich muss jetzt schaffen. Yes! Ich bin drinne! Ich bin drin! Ja! Ich hab's geschafft! Ich weiß auch nicht wie! Digga, ich bin einfach drin! Ich brauch keine Achterbahn mehr fahren! What the? Ich komme hier nicht hoch. Oh no. Oh no. Okay, wir können erstmal weitergehen. Strong! Wie viel Uhr geht der Livestream? Länger. Heute ist Tornado-Stream, Digga. Machen heute einen Chilling. Weißt du, also, ihr sollt euch einfach keine Gedanken machen. Nein, da wollte ich hoch! Da wollte ich hoch, Leute. Das war mein Ziel in Chapter 2. Da zu Fuß hochzugehen, damit ich den gesamten Park checken kann. Ich werde es nicht schaffen, weil wir locker keinen Glitch finden. Hier wollte ich so gerne hoch. Oh, man kann da nicht hoch, Alter. Vielleicht. Warte mal. No Chance. No Chance. Ich kann mich hier so ein bisschen verstecken und so. Alles cool. Aber das war's auch. Ich komm da... Warte mal. Echt? Ah, ah. Ah, ah. Ich komm da nicht hoch. Ich kann den Wall-Glitch nicht benutzen. Es geht nicht. Where's your Outwit-Button? What the... Ich habe keinen Outfit-Button, mein Bester. Alle ein Abo, wenn ihr ihn toll findet. Leute, sollen wir mal gucken, wie viele Abos wir haben? Wollt ihr mal sehen? Ich kann ja mal mit euch reinschauen. Seitdem ich Shorts mache, läuft das mit den Abos ziemlich gut aktuell. Wir gucken mal rein. Oha, Digga. Völlig übertrieben. Hier. 269.056. Pass auf. Ich weiß, ihr liebt es. Ne? Ich blende ein. Komm, ich blende ein. Muss einmal ganz kurz gucken. Oh, das ist not good. Wie war denn das jetzt noch? Ah, ich muss dafür einen neuen Browser aufmachen. Genau. Blende den sofort ein. Gib mir uno momento, por favor. Uno momento. Das Ding hier ein bisschen kleiner und dann der Abo-Counter. Da ist er. YouTube-Logo ist auch da. Okay, Leute, seid ihr zufrieden? Seid ihr zufrieden? Digga, fast 270.000, ne? Voll schön. Du hast mehr Abos verdient, ey. Ganz ehrlich, wie viel ich verdient habe oder nicht, völlig egal. Die Abos interessieren mich auch mittlerweile schon überhaupt nicht mehr. Klar, wenn ich irgendwann eine Mille habe, dann schon. Weil goldener Playbutton wäre natürlich nice. Aber so generell, Leute, was sind denn Abos, ne? Ich habe meine Familie hier. So, ihr seht ja, manchmal Krise mit den Leuten. Kommen hier rein und wollen Robux. So ist es halt. Man stirbt nicht mal. Ich bin lost in space. Ich komme hier nicht mehr raus. Wenn ich nur springen könnte, würde es das Leben deutlich einfacher machen. Aber ja. Okay. Ich mache Charakter zurücksetzen. Muss ich machen. Wir gucken mal, was wir noch so finden. Habt ihr noch eine Idee für einen geilen Bug? Schreibt mal gerne rein. Dann kriegt ihr Erwähnung im Video, wenn der klappt. Wenn der klappt, dann ziehe ich euren Namen rein. Dann bedanke ich mich nochmal nach dem Glitch. Moin, Brudi. Ganz entspannt.
Was machen die beide? Also, hä? Beim Riesenrad auf die Tür, die zugeht. Auf die Tür. Aha, Christine. Okay. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir erstmal noch einen Glitch hier hin. Ich habe eine Position gefunden, wo ich mich hier bewegen kann. Verdammt! Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Denno hat einfach nichts an. Ha? Ja, Leute, es ist zu warm. Ich bitte euch. So, ihr seht ja auch nicht viel. Ihr seht gar nichts, außer meine Schultern. Ich bleib hier jetzt. Ach, geht nicht. Okay, also das kann man auch machen. Ich denke, hier ist Potential. Mögliches Potenzial, um, warte mal, um eventuell hier oben raufzukommen. Aber hat man dafür genug Platz? Ah, das ist die Frage aller Fragen. Pass auf, ich habe eine noch bessere Idee. Man könnte eventuell hier runterspringen, straight up vom Sitz. Geht nicht. Kann man nicht. Okay, lasst mich überlegen. Wo könnten wir noch rauf? Wir könnten probieren. Was meint ihr? Kriegst du meine Nachrichten? Ja, schon, ja. Krieg deine Nachrichten. Aber, Digga, ich spiele auch. So. Willst du mal sehen, wie der Chat für mich aussieht? So. Soll ich jetzt auf jeden antworten, Digga? Der Chat ist reguliert. Wenn ich jetzt den Bunker ausmachen würde, also dass jeder nicht ein, zwei Sekunden warten müsste, Digga, dann würde der Chat noch ekliger abgehen. Bin ich zu spät? Nein. Warum fragen das immer? Wir holen jetzt erstmal die Gaskanister. Geile Idee. Was passiert? Ah, wir können nichts machen. Christine, wir probieren es nochmal, Leute. Es ist eine Idee, auf diese Tür zu gehen. Ob wir auf diese Tür gehen können, weil dann ist es vielleicht möglich, rauszuglitschen. Let's see. Verdammt! Klappt nicht. Was fängt mit S an und endet mit X? Sammelbox. Ja. Genau. Sammelbox, mein Bester. Du Trottel. Der ist aber echt nicht schlecht. Bangkok Project Playtime mit Julfa spiel ich gar nicht mehr, Digga. Project, ich bin richtig sauer auf die Power Playtime Entwickler. Zockt es nicht mehr. Zockt mich gerade null an. So, ich überspringe mal den Aal. Jetzt wird er, glaube ich. Ja, wir lassen das Ding jetzt hier einfach durchgehen. Wir machen hier gar nichts. Null. Gar nichts. Warte mal. Wie habe ich mich vorhin bei Yellow rausgeklatscht? Ich hatte Shift-Lock an, Leute. Ja? Ich hatte irgendwie Shift-Lock an. Zieren ist noch nicht dabei. Denno Garten of Batman oder Rainbow Friends? Ah, Bruder, da muss ich leider sagen, Rainbow Friends. Garten of Batman auch sehr krass, aber Rainbow Friends einfach geiler. Wie seht ihr das, Leute? Schreibt mal in Chat. Garten of Batman oder Rainbow Friends? Gibt es auch einen Bug mit Zieren? Das ist die Frage. Zieren ist einfach sehr gefährlich auch, ne? Der tötet einen halt immer straight.
Hier. Leute, wir gucken uns das nochmal an. Ich bin im Shift-Lock. Ja! Ja! Im Shift-Lock geht's! Im Shift-Lock geht's! Okay, Leute. Seid ihr bereit? Im Shift-Lock. Verdammt! Verdammt! Ich weiß nicht. Also, wenn ihr im Shift-Lock seid, dann könnt ihr definitiv etwas regeln. Ey, Yellow, wir müssen was klären. Ich muss die Theorie testen. Man kann im Shift-Lock, wenn man sich bewegt, kann man aus seinen Krallen entkommen. Okay, okay. Nice, nice, nice. Chillen, chillen, chillen. Nice. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe, ne? Ich habe echt keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall... Lass mal gucken. Ja, der läuft mir immer noch hinterher. Mal auf damit jetzt. Wie weit sind wir mit dem Dynamit? Können wir da eigentlich mitfahren? Können wir nicht, ne? Will der uns jetzt hier? Nö. Macht hier nichts. Wie langsam fährt das Ding eigentlich? Und echt mega langsam, ne? Ich guck mal beim Wasserfall. Beim Wasserfall gab es einen Secret Spot. Kann man eventuell hier rauf? Oh ja. Nee, noch nicht. Da geht's auch nicht. Ob man hier raufkommt? Komme ich auf jeden Fall nicht durch. Also bisher schwierig. Was ist denn das? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, Leute. Also, das, wenn man im Shift-Lock drin ist, ist es auf jeden Fall anders. Man kann ja an der Kante hoch. Gucken wir mal. Meint ihr, das geht, wenn man hier irgendwie gegenläuft? Elton Celina. Da muss ich jetzt einmal eingreifen, Digga. Schwierig auch. Da hat jemand geschrieben, keine Sorge, bist nicht die Einzigste. Es heißt Einzige. Einzige. Blue ist der Einzige, der blau ist. Außer ich. Ich bin auch noch da. Einzige. Einzige. Einzige, einzige, einzige. Ich sag das jetzt den ganzen Stream. Mein Kollege hat das letztens auch gesagt. Einzigste. Es gibt aber kein Einzigste. Das gibt es nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Eine Ziege. Genau, Meister der Münze. Eine Ziege. Okay, ich denke, wir sind mit den Glitches hier erstmal soweit gut. Also ich habe bis jetzt noch nichts Krasses gehört. Oh, Junge. Chill mal ein bisschen. Chill mal ein bisschen, Blue. Chill mal ein bisschen. Der klettert nicht die Leiter hoch. Das kann nur Yellow anscheinend. Ey, wie langsam geht es? Wen ist das gemacht? Langsam geht es. Da ist so ein Stein, Denno. Was für ein Stein? Bin eine Bananenkiste. Wenn du die Augen im Busch zu lange anschaust, stirbst du einfach. Gucken wir mal.
Interessante Theorie. Ich versuche die Secret Cutscene auf jeden Fall. Wir checken mal die Augen aus. Wir gehen mal hin. Was passiert, wenn wir diese Augen angucken? Was passiert? Wir gucken es einfach an. Hallo? Ich bin's. Moin. Wir gucken da die ganze Zeit hin. Passiert dort was? Es wurde gesagt, die Augen könnten einen umbringen. 1000% Fake. Leute, ihr schreibt rein, Fake oder wahr. Okay? Wenn wir was checken. Okay. Das ist fake. Ja, würde ich auch sagen. Was sind das für Leuchtpilze? Was ist das hier für eine Ecke? Okay, was haben wir hier? Auch nur so ein kleiner Geheimspot zum Verstecken. Ah ja. Junge, ey, das regt mich so auf, Mann. Wir gucken gleich in Ruhe zu, bis die Secret Cutscene losgeht. Ich finde die eigentlich geil, weil die erspart uns eine Runde. Kann man da oben was machen? Ja. Es geht. Man kann ein Stückchen hier rauf. Ja. Ja. Ich bin oben! Boom! So ein Ding ist das. Ich würde sagen, das ist der Proof. Wahr. Let's go. Ja, ich bin mittlerweile ganz schön der Roblox-Profi geworden, Digga, oder? Absolut kein Fake. Chillig. Ey, von hier aus gucken wir uns jetzt die Explosion an, oder? Auf entspannter Marino, würde ich mal sagen. Leute, ey. Der Profi, Digga. Der Profi. In Roblox. Ich habe so viel Parkour gespielt. Ich schwör's euch, Mann. Herzlich willkommen. In der Familie. Moin. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Familie. Dick, dickes Küsschen. Franziska Schamlo. Einfach mal an, Kiste hier oben. Kann man das Ding aktivieren? Kann man nicht. Schade. Das Ding ist gleich oben. Guck genau hin. Explodiert gleich. Seid ihr bereit? Red will den Knopf drücken für das Sprengen, aber nein, es sind einfach nur Raketen. Ein bisschen hier so, wuhu, Benno streamt heute wieder, yeah, geil. Wieso hast du gelbe Hände? Weil ich das so gemacht habe. Und da ist so ein Lucky, weiß man nicht, was der macht. Warum guckst du so? Das war's jetzt. Er wird wieder runtergefahren. Ich bin mit der Bananenkiste dir. Ich bin der Bananenkiste. Ich bin in der Bananenkiste jetzt. Der Typ redet mit einer Bananenkiste, Leute. Hä? Digga, wie dumm. Hä? Das ist so bescheuert, Alter. Ey, nee. Was,
Wir haben das ganze Game heute kaputt gemacht. Der redet einfach mit Bananen. Ich meine, ich fühle ihn. So, ich fühle ihn. Aber jetzt kommt erstmal Zieren. Hey, warte mal ganz kurz. Das war vorher nicht so, glaube ich. Zieren. Mit Z. Warum jetzt Zieren mit Z? Digga, ich habe 24 Siege in Rainbow Friends. Junge, habe ich reingesuchtet. Apropos, wir können mal wieder ein paar neue Boxen aufmachen. Bin ich mal der Meinung. Leute, wollen wir heute probieren, Moai zu bekommen? Habt ihr Bock? Ich sehe mich eigentlich schon. Pass auf. Wir gehen hoch. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Wenn wir auf dem Gipfel sind, wird Moai uns gegönnt. Wir gehen hoch. Jawohl, wir sind oben. Lieber Moai, gönn heute dein Paket. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Let's go, wir machen auf. Komm schon! Hier oben auf diesem Gipfel muss er endlich da sein. Entchen-Pattern. Wir machen nochmal. Komm schon. Ey. Ich habe gerade, glaube ich, zweimal meine Toilette gekotzt. Ich bin mir nicht sicher, als ich gesehen habe, was wir da gezogen haben. Cartoon Square Grid, Alter. Bruder, ich will Moai jetzt. Okay, wir haben was mit Effekt. Auch nicht schlecht, Digga. Sag ich nicht nein. Guck mal rein. Noch 1%. Weiß ich ja nicht. Oh Junge, das nervt. 1000 Gold, let's go. Leute, ich trust, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Chat? Chat? Chat, was ist es? Was? Halt's Maul! Der Gott des Berges hat uns erhört. Das glaube ich nicht. Wie und was? Hä? Ey, Bro, die Leute denken doch, das ist gescriptet, Digga. Die denken doch, ich häng hier mit den Entwicklern und spiel zusammen. Oh, Bruder, der ist auf jeden Fall sehr wild, Mann. Den feiere ich richtig. Alter, das ist der geilste, Mann. Ich sag, wie es ist. Unmöglich. Okay, aber was können wir jetzt bei... Oh, jo. Oh, Bro. Oh, Bro, wir können noch... Die sind noch weiter oben. Oh, geil, Alter. Okay. Moment, wir haben neue Optionen. Okay, das könnte natürlich jetzt wieder einiges verändern. Lass mich mal sehen. Ist es möglich, auf dieses Haus zu kommen? Somit auf diese Mauer zu springen, um damit wieder, wir könnten darauf. Hey, Zieren, ich bin hier oben. Ich häng nicht, Leute. Bisher alles selber erspielbar. Durch ein bisschen, ich sag mal, ey, guckt euch an, ne? Moai. König Moai, hier oben. Da muss ich diese Kiste mal ziehen. Leute, wie cool sieht das aus? Oh, sehr geil. Mit dem Mond im Hintergrund. Das kommt schon gut. Muss ich schon sagen. Okay, wir gucken mal. Was können wir machen? Wir sind auf dem Roof. Digga, wir sind auf dem Roof. Ey, wie cool, Mann. Aha. Leute, meint ihr, das fällt auf? Das fällt doch nicht auf. Leute, die denken doch, das ist normal. Zieren macht Auge. Oder verpiss dich. Wir gehen langsam voran. Langsam voran.
Wir könnten jetzt tatsächlich hier auf diese Mauer. Tatsächlich sind oben. Junge, wir sind oben. Wir können raus. Ich habe den nächsten Glitch gefunden. Ich habe den nächsten Glitch. Let's go, Chat. Let's go. Na, wir können da nicht rauf. Wir können da nicht rauf. Schade. Warte kurz, es geht hier nicht weit. Ich habe schon mal gesagt, ne? Es ist hier auch immer ein bisschen schwierig. Mit Rainbow Friends. Ey, nee. Ich habe das, was wir hier machen, vorher nicht gesehen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ich probiere das alles immer selber aus. Genauso wie in Baby in Yellow damals in jedem Game. Ich habe die Fähigkeit, Bugs zu finden. Die Fähigkeit, ich habe sie. Nenn mich Bug Glitchmeister Dr. Bug Denno Bugginess. So. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da rein? Weil ich falle hier safe runter und bin tot. Was machen wir jetzt? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Familie. Oha, Digga, ganz wilder Name. Wie spricht man den in Arabisch aus, Digga? Schreibt man in Deutsch. Ich kann es nicht lesen. Dr. Denno Bugness. Genau. Aber wie kommen wir jetzt? Ich finde keinen Zugang. Ich finde halt keinen Zugang, ne? Wir können jetzt aktuell halt nicht viel machen. So. Das ist halt das Problem. Meister der Spiele. Meister der Bugs. Ich kenne die Entwickler einfach. Und ich weiß, was für ein Trash die manchmal coden. Das ist einfach das Ding. Wie wäre es, wenn wir... Maisie fragt, ob ihr alle liken sollt. Du, das musst du selber wissen. Ich hab einfach auch keinen Bock mehr, in jedem Stream zu sagen, ey Leute, macht mal Like voll, bla bla bla. Alles cool. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, macht ihr das schon. Wenn nicht, dann habt ihr halt keinen Bock, dann ist auch okay. So, aber was haben wir hier? Hier ist nichts. Können wir uns von denen irgendwie essen lassen, holen lassen? Auf jeden Fall sind dort alle Charaktere als T-Pose. Ich guck mal, vielleicht kann ich mich von Purple essen lassen. Markus Völker, Dankeschön für 1 Euro, mein bester Kuss. Ich hab so Bock auf Minecraft. Ich bekomme ein Skibidi Toilet, also Make in Minecraft. Es hat mir jemand eine Skibidi Toilet Map gebaut, wo man Skibidi Toilets zerstören muss und so. Also sehr, sehr geiles Spielprinzip. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich hab richtig Bock. Ich hab sehr, sehr Bock da auf Minecraft zocken, Digga. Bin ehrlich. Hey, Daddy, wollen wir ein Video machen? Trops Play, ich hab die noch nie gesehen, Bro. Und wäre mit solchen Äußerungen auch sehr vorsichtig, ne? Ich hab die noch nie in meinem Stream gesehen. Und du bist ein kompletter Random für mich. Ich weiß nicht, ob du sogar ein Penner bist oder so. Keine Ahnung, Digga. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ja? Und dann kann ich ja nicht einfach mit dir aufnehmen, Digga. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Familie. In der Familie. Kuss geht raus. Dankeschön. Was ist das hier? Okay, wir lassen es runterfallen. Wir gehen nochmal zurück zu der Stelle, wo wir glitschen. Habe ich noch genug? Ja. Okay. Leute, back to back hole ich mir jetzt einfach so Piratenbox. Einfach so, back to back. Back to back Piratenkiste jetzt. Okay, aber den habe ich noch nicht. Braucht die eh jetzt noch. Wir glitschen uns hoch. Und da gucken wir mal, wie es läuft. Dream Cross, Dankeschön für 99 Cent. Es geht raus. Oh oh. La la la. La la la. Muss jetzt irgendwie... Ich muss hier die Kurve kriegen. Hier gibt es so eine kleine... Ja. Perfekt. Ich bin einfach im Nest.
Ich bin im Nest von Yellow. Was geht? Pieps, pieps, pieps. Leute, ey, eins wollte ich schon immer mal machen. Eins wollte ich schon immer mal tun. Yellow, du verdammter Penner. Hab ich den ins Nest geschissen? So, nämlich. Oh, oh, der hat das gesehen. Der hat das gesehen. Ich muss schnell weg. Der hat das gesehen. Leute, ich glaube, er hat's gesehen. Der wird mich nächstes Mal so jumpscaren, Mann. Der ist locker richtig sauer jetzt. Er hat es einfach gesehen. Er versucht schon hochzuglitschen. Herr Junge, wie weit ist der denn oben? Habt ihr es gesehen? Der war bis hier. Der war bis hier gerade an der Mauer. Bis da oben. Das würde bedeuten, man könnte sich da auch hochglitschen. Interessant. Nun ja, wir gucken mal weiter. Was können wir noch so machen? Vielleicht könnten wir von der Mauer... Warte mal, wir hätten ja auch die Möglichkeit... Oh, Leute. Wir hätten theoretisch die Möglichkeit... Oder wo sehen die mich? Ich will darüber kommen. Ich will hier oben irgendwo rauf. Eigentlich am liebsten da oben. Aber mir würde auch schon da oben reichen. Wie können wir das anstellen? Ich habe ein bisschen Flugbahn. Na, nur 1000 Likes. Dankeschön, Freunde. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ich verlos gleich 1000 Robux. Was machen wir jetzt? Ich brauche einen Plan. Ich brauche einen Plan. Man könnte hier rauf und auf den Zaun. Von dem Zaun könnte man auf das Haus. Das wäre eine Idee. Dankeschön, schon Euro, mein bester Kuss. Geht raus. Beamkuss. Oh, hier hat jemand Geld. Vielen Dank. Danke für 2,50 Euro. Jawohl. Es hat geklappt. Yes. Okay, okay. Leute, legit. Wir kommen hier easy raus. Was, warte mal, was bedeutet das für uns? Lasst mich überlegen. Wenn wir die Möglichkeit haben, auf das Haus zu kommen, hier rüber zu laufen. Oh Junge. Oh Junge. Das ist genial. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh Mann, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich töte mich direkt. Okay Leute, wir machen jetzt legit, gehen wir rein und bringen die Zuckerpakete zurück. Okay? Dieses Mal kein, gar nicht. Ich würde dir sowas schon gerne 500 gönnen. Ganz ehrlich, wenn ihr es mal machen wollt, Leute, ne? Dann bitte keine Dono. Holt euch so eine Mitgliedschaft und dann könnt ihr mit mir zusammen ein Video aufnehmen. Sorry, aber dein Furz stinkt. Aber wenn er es nicht tun würde, wäre es auch komisch. Wer schreibt dir die ganze Zeit Russisch rein? Digga, weg damit. Was soll das? Das ist ein deutscher Chat, Bruder. Mach mal russische Sprache weg. Die Leute sollen auch verstehen, was du da schreibst. Und ich auch. Bruder.
Jo, Yellow, ich hab da noch ein bisschen was zu erledigen, also... Was wäre, wenn alle Rainbow Friends mir hinterherlaufen? Lass uns das probieren, Chat. Lass uns das probieren. Okay, pass auf, ich hab eine Idee. Ich hol alle Rainbow Friends, die ich holen kann. Wo ist Cyan? Cyan ist hier. Und Cyan ist ganz schön schnell, ne? Oh, das ist nicht gut. Cyan und Yellow habe ich schon an der Angel. Bluhu! Yo, die sind ja voll am Durchziehen. Okay, das wird aktuell nichts. Hier ist noch das ein oder andere Paket. Yellow will mich, glaube ich, umlegen, weil ich in sein Nest geschissen habe, Leute. Er ist verschwunden. Wo ist der bloß? Mann, ist der gut. Herzlich willkommen in der Familie Romina Meyer. Es wurde Zeit. So, was machen wir mit den restlichen Milchtüten? Ich brauche noch Milchtüten, Mann. 4 Stück. Eine nur noch. Eine einzige. Ist die hier vielleicht? Ja, ist hier gewesen. Okay. Dann können wir das Ganze jetzt ja mal zum Ende bringen. Ich bin schon 1:20 im Stream. Gar nicht gerafft. Ey, glitschen. Oh, Leute. Was wäre denn, wenn wir uns hier mal hochglitschen? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das muss doch gehen. Cyan, kannst du dich mal verziehen? Hau mal ab jetzt. Muss möglich sein. Es muss möglich sein. Die Kiste hat sich bewegt, oder? Seht ihr das? Ich komme in die Luft. Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Was haben wir hier? Ah, die haben das gut gedefft, aber nicht überall. Hier geht es auch nicht. Na gut, wir bringen weg. Entspannte Alge, muss ich sagen, ne? Ja, sehr entspannt. Wie heißt der Discord-Server? Schick mal bitte Link rein, Mods. Kommt. Denn du hast ein Sixpack? Nee, Digga. Hab ich nicht. Was ich hab, ist auf jeden Fall Schweiß. Guck mal, meine ganze Stirn glänzt, Alter. In meinem Studio ist eh schon so warm. Und jetzt halt noch erst recht. Muss einmal kurz hier die Musik an der Stelle ausmachen, weil es damit auf YouTube in letzter Zeit immer häufiger Probleme gibt. Was passiert, wenn du nicht im Wagen einsteigst? Gucken wir mal. Kann ich mich hier rausglitschen? Das wäre natürlich auch Premium. Vielleicht geht's. Hier nicht. 0 Sekunden. Ich werde einfach ins Kart reingesetzt. Soll jetzt eigentlich passen. Digga, ich mache uns auf jeden Fall entspanntere Musik an. Was haben wir denn so? Was haben wir denn so? Let's go! Let's go!
Leute, ganz ehrlich, lasst mal ein Abo da, wenn ihr heute sagt, Junge, das war absolut richtig geil, diese Hacking, also dieses Glitchen und so in der Folge mitzusehen. Wenn wir daraus sogar nochmal ein Video machen sollen. Wir verlosen gleich Robux an alle, die da sind. Alle haben die Möglichkeit zu gewinnen. Wir hauen gleich wieder 1000 raus. Deswegen bleibt noch kurz dran. Danach gehen wir die Reacts rein. Wir reagieren gleich, genau. Gleich gehen wir die Reacts rein. Und ich habe sehr geile Videos rausgesucht. Februar abonniert, beste Entscheidung meines Lebens. Kuss geht raus. Pluto, du kriegst gleich auch noch Robux von mir, Bruder. Aufs Haus, weil du die überhaupt gebrauchen kannst. Aber dann natürlich auch entspannt. Kannst deine Abend gleich direkt reinschicken, Digga. Was passiert, wenn ich die Kiste berühre? Nix. Okay. Die Lava kann man auch nicht berühren, also geht nicht. Man stirbt halt nicht. Da oben will ich rauf, Mann. Kartfahren ist so... Nice, Mann. Okay. Was sagt ihr? Mein wievielster Win ist das? Wie viele Wins habe ich in dem Game? Wenn ich jetzt gewinne, wie viel habe ich? Hagewagi sagt 11. 27, 24, 23. 25 sagen die meisten. Gut aufgepasst, meine Freunde. Oh, oh. Digga, jetzt wird's schön. Man denkt so, ey, Digga. Ey, alles safe, Mann. Alles safe. Alles auf entspannt. Nein! Das kann... Was war das gerade? Alles entspannt. Und jetzt diesen so. Walla, Krise. Was geht denn hier ab? Okay, Leute. Wir laufen mal in den Exit. Dennoch abonnieren immer das Beste. Kuss, kuss, kuss. Danke, danke, danke. Ganz entspannt. So, wir laufen mal durch. Yo, Zian. Man kann ihn nicht wegglitschen. Das geht nicht. Okay, habt ihr das gesehen? Zian war gerade hier, kam aber von da hinten rum. Leute, unser 25. Win in Rainbow Friends. Das war's. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Livestream auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, wenn ihr ja. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Dano out.